Bushcraft Symposium 2024. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Markt angemeldet, um Sachen zu verkaufen. Beziehungsweise nicht nur um Sachen zu verkaufen, sondern um die Werpeltrommel zu trommeln. Hier für Trailpark Adventure. Das heißt, ein richtiges Video über dieses Event wird es auf Englisch geben. Ich habe mich hier für den Markt angemeldet, ohne wirklich zu wissen, was das hier ist, wie das hier abläuft, was ich überhaupt verkaufen kann, ob ich was verkaufen kann. Und wir haben jetzt schon den dritten und letzten Tag und ich muss ehrlich gestehen, ich fange erst jetzt an, Sachen zu verkaufen. Mein Portugiesisch ist noch so schlecht, dass ich gestern Riesenprobleme hatte. Ich habe mich eigentlich nicht wirklich getraut, Sachen zu verkaufen. Zum einen wollte ich hier Axtstiele verkaufen und blöderweise ist genau hinter mir ein Schmiede. Der schmiedet hier Äxte und dort drüben ist eine Holzschule und die machen das im extrem professionellen Stil. Und da habe ich mich schon geschämt, das hier zu verkaufen. Und ja, habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen und mir jetzt gedacht, ich verkaufe einfach alles für 1 Euro. Leute können kommen, ich habe hier Kienspan selber gesammelt, kennt ihr aus dem letzten Video. Dann war meine Idee, Eukalyptus-Äste verkaufen. Da ist ein Riesenberg an Eukalyptus, da ist ein ganzer Wald, wo wir uns das nehmen dürfen. Also auch ein kleiner Fail. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal das Festival hier ein bisschen und was meine Idee ist. Idee Nummer 1, ich will Abenteuer anbieten. Camping, Bushcraft und Survival. Ich bin schon auf Airbnb, ihr wisst ja, ich bin dabei, mein Land schon so vorzubereiten. Und ich hatte ursprünglich gedacht, für das Bushcrafting so 20 Euro zu verlangen und dann den Leuten Zugang zu lassen zum Holz. Die dürfen alles verwenden, das heißt, da entstehen auch Kosten für mich. Heute und jetzt gibt es ein Angebot nur 5 Euro die Nacht. Und mit dazu ist mein Projektplan, Expedition Portugal. Da habe ich was ganz Spannendes geplant und auch alles schön vorbereitet. Ich will eine Expedition planen, beziehungsweise ich bin schon dabei für den Segelteil entlang der Küste. Habe ich letztes Jahr jemanden gefunden und jetzt für die Tour will ich hier jemanden finden. Und ich habe gestern schon meinen ersten Erfolg gehabt. Hier gibt es eine Kanuschule mit dem größten Damm Portugals, wo man Kanu fahren kann. Und ja, ein riesen Problem ist die Sprachbarriere. Also hier kamen schon einige her und haben mit mir gesprochen, aber jetzt merke ich erst, wie schlecht mein Portugiesisch ist. Das heißt, ich muss da auf jeden Fall noch dran arbeiten. Dann möchte ich noch mein Land vermieten. Ich habe hier so eine kleine Mappe gemacht mit Fotos von meinem Land. Und meine große Hoffnung war, ehrlich gesagt, dass der Veranstalter von dieser Veranstaltung auf mich aufmerksam wird und eventuell mein Land bucht und dort dann diese Veranstaltung macht. Also bin ich mal sehr gespannt. Ich muss sagen, das, was die hier haben, sowas kann ich nicht bieten. Die haben hier einen ganzen Eukalyptuswald, wo man hingehen kann. Ich habe zwar auch einen, aber die Bäume sind 6 Monate alt. Da bin ich jetzt noch nicht dazu bereit. Aber wer weiß, vielleicht in einem Jahr, wenn er dann kurz davor ist, das Event nochmal zu planen, vielleicht erhalte ich dann eine E-Mail. Und ja, wir haben jetzt Sonntagmorgen, die ganzen Kurse haben gerade angefangen und ich merke, hier ist richtig tote Hose. Also wir waren gestern 140 Leute, ich jetzt heute vielleicht noch 30, 40 sowas. Und jetzt will ich wirklich die ganze Zeit hier bleiben. Gestern habe ich bei den Kursen mitgemacht, aber heute will ich wirklich Werbung machen. Und ja, es hat auch nur ein paar Sekunden gedauert, bis der erste Interessent kam. Er besitzt ein Unternehmen für Steinschleudern, Bauern und auch Tiere jagen und so weiter. Und er hat mir seine Seite gezeigt, wir haben Informationen ausgetauscht, also schon mal sehr geil. Und dann kam auch gleich der Schmied, der Eisenschmied von gegenüber zu mir. Er konnte zum Glück Englisch, mit ihm habe ich mich lange unterhalten. Und wir haben auch wieder Kontaktdaten ausgetauscht und wir haben ja bei uns in der Community bald ein Festival. Da habe ich ihn sogar für eingeladen und ich war erstaunt, wie einfach es ist, eigentlich Metall zu schmieden. Ein kleiner und weiter Zeitsprung. Hier war mein Stand, ich habe schon wieder alles abgebaut. Mein allererstes Mal auf einem Markt. Also ich muss sagen, ich war echt extrem nervös, bevor ich hierher gekommen bin. Ich habe mich so vor 2,5 Wochen angemeldet und teilweise echt Panik gehabt, weil erstens konnte ich es mir nicht leisten, hierher zu kommen. Also da habe ich zum Glück Unterstützung von meiner Familie bekommen, sonst hätte ich es hier nicht mal hergeschafft. Sind so über eine Stunde, 20 Minuten von meinem Land entfernt. Dann der zweite Punkt, ich hatte nichts, ich hatte keine Materialien, aber ich dachte, ja, in 2-3 Wochen, da kann ich dann schon genug hermachen. Aber ihr wisst, ich habe einen Garten, der gepflegt werden muss im April. Das heißt, da habe ich mich dann extrem gestresst. Mein Portugiesisch, das war auch noch mein dritter Punkt. Ich hatte echt Angst davor, hier nicht mit den Leuten kommunizieren zu können. Und das ist tatsächlich auch passiert.
gestern fand ich echt schlimm. Also so 120, 140 Leute waren hier ungefähr. Und ich habe ja ein Plakat gemacht, dass ich Veranstalter suche, Organisatoren und also wirklich, ich sag mal, höhere Positionen. Und die kamen dann auch zu mir und ich konnte einfach nicht mit denen reden. Und ja, dann konnte ich mit jemandem mich unterhalten. War schon sehr, sehr Und ich bin auch der einzigste Ausländer hier. Das ist auch mal, oder ein Amerikaner gibt es noch hier und hier spricht einfach niemand wirklich Englisch. Das war jetzt mal wirklich so ein Gefühl, wie es ist, als Ausländer zu sein. Und ich habe auch an den Reaktionen gemerkt, wenn mich Leute was gefragt haben und ich nicht antworten konnte, wie die genervt waren. Und kann ich auch verstehen. Und ja, es war also ein richtiger Kampf gestern, muss ich sagen. Ich habe dann um 6 meine Sachen gepackt und habe mich nicht mehr blicken lassen. Ich konnte diese Blicke nicht mehr ertragen, wenn Leute genervt waren, weil ich kein Portugiesisch kann. Und verkauft habe ich auch absolut nichts. Ich habe Kienspan geerntet. Ich habe da ein paar Reaktionen gesehen, wo die Leute sich gedacht haben, warum sollte man sowas kaufen? Die Kiefer gibt es ja hier überall und Nadelholz. Und deswegen habe ich das dann doch nicht verkauft und dann wollte ich Axtstiele verkaufen. Jetzt ist gegenüber von mir ein Schmied, der schmiedet Eisen, der schmiedet Axtstiele. Und hinter mir war eine Holzkunstschule, beziehungsweise die ist sogar hier aus Spanien, sind wir extra hergekommen. Und dann kann ich da nicht mit meinen billigen Eukalyptus-Dingern da irgendwie was machen. Von daher habe ich dann einfach entschieden, das mehr oder weniger sein zu lassen und für die Expedition Portugal Werbung zu machen. Ob ich damit jetzt Erfolg haben werde oder nicht, werde ich sehen. Also ich habe auf jeden Fall einen Samen gesetzt, ich habe auf jeden Fall viele Leute kennengelernt. Von daher hat sich schon alleine deswegen es sehr gelohnt. Und ich habe hier auch bei den Lehrgängen mitgenommen. Also mega, ultra geil. Ich habe ein Feuer ohne Feuerstahl sogar. Also es ist ja erstmal eine Kunst, ein Feuer ohne Feuerzeug zu machen, das heißt mit Feuerstahl. Aber wirklich Holzbohren, das fand ich echt extrem geil, das mal gelernt zu haben bei der Schule aus Spanien. Jetzt bin ich mal gespannt, die machen nächstes Jahr nochmal Bushcraft-Symposium. Ich habe schon immer wieder angedeutet, dass sie das bei mir auf dem Land machen können. Und ja, jetzt bin ich auch in Vorbereitung für das nächste Video. In 5 Minuten ist das offizielle Ende. Hier schon ein paar von den Organisatoren, die interviewe ich dann. Ich habe schon einen bekannten YouTuber hier interviewt. Estou com uma muito famosa persona de Portugal. This year is more big, more workshops, more people came to see a lot of works, a lot of experience. Home sweet home. Ich fahre gerade noch mal zu Freunden meinen Hund abholen, denn den habe ich dort gelassen für die 2 Nächte. Und jetzt zeige ich euch mal die Aussicht. Wenn ich diese sehe, dann kriege ich Heimatsgefühle. Boah Leute, und ich fühle mich gerade so geil wieder, muss ich sagen. Ich habe endlich keine Deadlines mehr. Das ist mir jetzt während der Autofahrt aufgefallen. Mein Garten ist soweit fertig, alle Samen sind im Boden. Beziehungsweise der Rest kann ich schön entspannt machen. Das Festival ist vorbei, das heißt, ich muss mich da jetzt auch nicht mehr vorbereiten. Jetzt chill ich einfach nur. Ich werde auch heute Nacht hier in der Community übernachten. Und da gibt es noch eine Sache, die habe ich euch, glaube ich, auch noch nie gezeigt. Ich habe meinem Hund was beigebracht, wie ich ihn rufen kann. Und auch hier in der Community, damit jeder weiß, dass ich jetzt komme. Ich habe kein Stativ dabei, ich hoffe, ihr steht gut. Hinter dieser Kuppe ist mein Hund. Und jetzt mache ich mal das Geräusch. Funktioniert so gut, wahrscheinlich kommen jetzt sogar noch die anderen Hunde. Gehen wir mal. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben 8 Uhr morgens. Bin total verpennt. Und die Temperaturanzeige hat minus 3 Grad angezeigt.
Das heißt, wir fahren jetzt zu mir auf dem Land und schauen, ob meine Kartoffeln zum Beispiel überlebt haben. Ich hatte Anfang des Jahres 2 große Pflanzen verloren und das hier war definitiv die größte. Jetzt gucken wir uns die Blätter mal genau an. Also eine dunkle Verfärbung deutet auf Frostschaden hin. Das Blatt sieht jetzt nicht so gut aus. Aber erkennt hier ansatzweise irgendeinen Schaden? Für mich sehen die alle extrem gut aus. Meine Freunde, die Eisheiligen sind bald da und für mich heißt es 2-mal pro Jahr Knoblauch ernten. Jetzt ist ja gerade auch eine gute Zeit, um Knoblauch zu stecken. Und damit der Platz nicht leer bleibt, habe ich das schon im Herbst gemacht und das ausgebeutet. Außerdem noch ein paar Samen, dass ich ja auch lebenslang kostenlos Samen habe. Und die möchte ich jetzt trocknen und erstelle dabei Schnur und dachte mir, ich zeige euch einfach mal, wie man Schnur herstellt. Also es gibt im Prinzip kaum was Einfacheres, wie Schnur zu nehmen. In meinem Fall braucht ihr jetzt auch nicht stark zu sein oder sonst irgendwas. Ihr sollt nur ein paar Gramm halten und da reicht Gras ideal. Also ich zeige es euch jetzt einfach, wie ich es schnell und einfach und faul mache. Wenn ihr dazu ein richtiges Video haben wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Das heißt, es wird jetzt kein Schönheitswettbewerb. Ich suche mir trotzdem hier recht Schönes raus. Sowas schmeiße ich einfach weg. So, ich das schon richtig schön hab. Was man gerne machen kann, ist hier einfach das zu drehen, dass man gleichmäßig Schnur hat. Dann knickt man das in der Mitte. Dann hier so eine Art Schlaufe. Und jetzt beginnt das Flechten. Das heißt, man dreht immer in eine Richtung, beide einzeln und beide zusammen dann in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, wir drehen den hier jetzt im Uhrzeigersinn, halten ihn mit dem Daumen. Drehen den hier mit dem Zeigefinger, drücken den jetzt hier rein, dass wir beide mit dem Daumen halten. Und jetzt drehen wir alles zusammen entgegen den Uhrzeigersinn. Das heißt hier mit Uhrzeigersinn, drum. Mit Uhrzeigersinn, gegen Uhrzeigersinn. So machen wir das. Und wenn ihr dann merkt, ihr kommt hier an ein Ende, das kann man zum Beispiel wegreißen. Dann nimmt man sich gerade wieder Neues, stopft es hier irgendwie rein. Also wie gesagt, ich mache es jetzt schnell und einfach. Dreht wieder mit dem Uhrzeigersinn gegen. Und dann jetzt hier auf der Seite auch wieder ein bisschen mehr Gras. Wenn es geht, kann man auch ruhig mal 2 Runden drehen. Das kommt ganz aufs Material drauf an, das ihr verwendet. So, wir sind jetzt am Ende angekommen. Jetzt versuche ich das hier so ein bisschen aufzulockern, dass es kurz davor ist zu brechen. Und mache jetzt einen stinknormalen, üblichen Knoten, wie man sich zum Beispiel die Schuhe bindet. So. Und jetzt auch der Grund, warum es egal ist, wie ordentlich man arbeitet, weil man am Ende sowieso alles abschneiden kann. Beziehungsweise ihr könnt es auch einfach dran lassen. Mich stört es nicht. Und ja, kein mega stabiles Seil, aber es langt auf jeden Fall, um jetzt den Knoblauch aufzuhängen. Eine noch einfache Möglichkeit ist, man nimmt sich eher das dünnere, feine Gras und jetzt wickelt man das eigentlich nur. Also man dreht es in eine Richtung. Und das ist eine Schnur. Und der Vollständigkeit halber zeige ich euch das noch in schön. Also ich habe mir hier jeweils pro Seite 3 Halme ausgesucht. Und sobald eine von denen aufhört, mache ich mit der nächsten weiter. Und ich mache dann hier immer eine halbe Drehung. Halbe Drehung. Halbe Drehung. Und wenn ich spüre, dass es hier brüchig ist oder dazu neigt zu reißen, dann versuche ich eine ganze Umdrehung. Jetzt habe ich eine halbe. Nochmal. Und dann spürt man hier an dem Daumen, ob es kurz vorm Reißen ist oder nicht. Der Vorteil ist, wenn man so fein arbeitet, kann man das hier, wo man angefangen hat, gerade so aufdrehen. Und hat dann hier eine Schlaufe. Dort kann man dann alles reinstecken. 15 Minuten später und schon habe ich Schnur.